dachte, ich mache jetzt mal eine Biese. Die kann man ja überall im Pullover machen. Und um mir das zu erleichtern, mache ich jetzt mal eine größere Einstellung. Eine lockere Reihe. Und dann jetzt mal E9. Und dann gehe ich wieder zurück auf die vorher. Also 5 oder 6 Reihen stricken. Und dann diese lockere Reihe, die nach oben zeigen, die Maschen. Mal gucken, hat man das jetzt, das sieht man nichts. Wo ist meine Hand? Nicht, dass euch schwindelig wird. Ihr hängt von hier unten die lockeren Maschen oben auf die anderen, die jetzt gerade stricken. Also die, die nach oben zeigen, nehme ich jetzt mal. Und hängt die nach oben. Wenn es euch leichter fällt, könnt ihr auch die Zwischenmaschen nehmen, die nach unten zeigen. Durch die lockere Reihe kann man diese Maschen besser sehen und verliert nicht den Weg auf, zur anderen Seite. Ich kann leider nicht sehen, wenn irgendjemand jetzt eine Frage stellt. Das kann ich dann nur hinterher beantworten. So. Also das kann man die ganze Reihe rüber machen. Man kann das auch natürlich breiter machen, dass es so richtig wie eine Falte, eine eingelegte und abgenähte Falte wird. Ich wüsste jetzt nicht wozu, aber ja, vielleicht um da eine Kordel durchzuziehen später. Man kann auch, wenn man jetzt unterschiedliche Farben hat, durch Biesen trennen. Das ist jetzt nur ein Effekt. Das hat keinen tieferen Sinn. So, und danach ist es besser, vielleicht nur Gewichte reinzumachen und nicht den Kamm. Ich kann nicht sehen, was ihr so seht. Warte mal so. So, jetzt seht ihr die ganze Fläche. Und jetzt stricke ich weiter mit der normalen Einstellung. Ich habe so Biesen schon eingearbeitet in Röcken, die ich quer stricke. Und dann mache ich hier eine Biese, aber in der Mitte von der Bahn kommen die Verkürzungen, um den Rock weiterzumachen. Das ist schon etwas fortgeschritten, da gibt es bestimmt in meiner Sammlung bei YouTube Filme. Können wir uns erst hinterher angucken, wie es aussieht. Also ein Stück rumschmulen könnt ihr hier schon. Na? Was wir jetzt machen, wir machen jetzt Biesen, die können wir aber nicht vorher markieren. Und zwar immer nur kleine Abschnitte, so praktisch für eine Deckernadel, sagen wir mal, immer 6 Maschen. Da suchen wir uns einfach eine Reihe aus, gehen ein Stück runter und da nehmen wir am besten die Fäden zwischen den Maschen. Und hängen die einfach hoch. Also das sind jetzt 2, 4, in der 5. bin ich jetzt drin. Also ich zähle runter, 5 Nadeln und die hänge ich hoch. So. Und dann lasse ich mal 2, 4, 6, 8, 10, 12 aus und dann mache ich das wieder.
Also es geht heute erstmal nur um Effekte, damit der Pullover nicht zu langweilig wird. So, wieder 6 Maschen, wieder 3, 6, 9, 12 und dann mache ich das wieder. Jetzt stricken wir einfach mal 12 rein. Und jetzt machen wir das in der Mitte von diesen zwei. Wieder 6 Maschen, also wir haben ja 12 dazwischen. Lassen 6 stehen und hier gehen wir wieder 5 oder 6 Reihen tiefer. Könnte man jetzt hier auch machen. Hier hinten auch. 1, 2, 3. So, und wieder 12 rein. Und dann machen wir es wieder über den ersten. Und das machen wir immer im Wechsel, alle 12 rein. Die Abstände sind jetzt nur von mir ausgedacht. Ihr könnt auch größere Abstände machen. Ihr könnt die Biesen dicker machen. So, kann ein klein bisschen schmulen, können wir schon. Das sind dann hier und dann weiter da drin und da drin. Kann man machen. Was machen wir jetzt noch? Ich versuche mal was. Wir lassen mal Maschen aus. Also ihr denkt euch jetzt neues Strickteil. Das waren jetzt 2 Möglichkeiten. Und jetzt hängen wir mal jede 20. Nadel um. Und die lassen wir dann auch weg. Es gibt so eine Art Laufmasche, aber die ist jetzt gewollt. Und die bleibt die ganze Zeit weg. Diese Laufmasche bleibt die ganze Zeit weg. Wenn wir die jetzt nicht mitstricken und nicht runterlassen, dann wird die auch nicht so breit. Würden wir die jetzt mitstricken und dann runterlaufen lassen, dann wird sie breiter. Kann auch gewollt sein. Und alle 12. Reihe machen wir eine Reihe Einstellung 10 plus. Und dann gehen wir wieder zurück auf 5. Das geht aber nur mit Wolle, die dann auch nur mit 5 gestrickt wird. So.
13 oder 14 Reihen, weil das sind ja so rüber, sind es ja 9 Maschen. Und da muss die Reihenzahl größer sein, damit es ein Karo ergibt. Und wieder zurück. Also auf die 10 plus und wieder zurück. Das ist schöner aus einem glatten Garn, also mehr so für den Sommer, für den Übergang, würde ich sagen. Könnt ihr da was sehen? Jo. Könnt ihr auch die Querreihen sehen? Wir werden es gleich nochmal bügeln. Und das sollte heute nur zur Anregung sein, um mal ein bisschen Muster in euer Strickteil, was ja bis jetzt hauptsächlich glatt rechts war, reinzubekommen. So, ich mache hinterher noch ein Foto und lege das dazu. Ich schmeiße es jetzt wieder runter. Damit ich euch nur mal was zeigen kann. Na, das haben wir jetzt, hier haben wir Karos. Man könnte natürlich auch 2 Reihen machen. Das bleibt eurer Fantasie überlassen. Aber was ich sehr hübsch finde, sind diese Biesen. Na, das sind immer 6 Biesen und, was habe ich gesagt, dazwischen? 12 Maschen dazwischen. Und ich glaube, wir haben auch 12 Reihen dazwischen gemacht. Und da unten seht ihr die ganze Biese. Das ist auch hübsch. Kann man auch machen, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein bisschen weiteren Rock hat. Und dann mit weniger Maschen weiter stricken will, dann nimmt man das von der Maschine und macht dann erstmal eine Biese und strickt dann schmaler weiter, wie zum Beispiel für ein Kinderkleid oder so. Oder bei den Röcken so lang. Das ist einfach ein Bahnrock, der nochmal durch eine Biese getrennt wird.